Bayern. Herzlich willkommen zu einem StarTalk Extra. Erfurt steht vor einer Opernsensation. Wie auch immer, in der Regie von Dominik Horwitz gibt es den Freischütz. Und der Generalintendant, der kann uns dazu was sagen. Ich begrüße Guy Montavon. Hallo. Ja, in der Tat, es wird eine außergewöhnliche Premiere sein, weil Dominik Horwitz mit einer total unkonventionellen Sicht auf die Oper und besonders auf den Freischütz sich heranarbeitet. Er hat zusammen mit dem Generalmusikdirektor Stücken nach vorne gebracht und Stücken nach hinten gebracht. Er hat in der Musikstruktur etwas verändert. Er hat nicht die Musik verändert, sondern etwas in der Musikstruktur verändert. Er hat eine sehr freche Art, den Freischütz zu interpretieren, sodass wir womöglich mit einer sehr bewegenden Premiere am nächsten Samstag zu tun haben werden. Um im Thema zu bleiben, haben Sie vielleicht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Ich habe keinen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ich habe einen Vertrag mit Herrn Horwitz gemacht. Vielleicht bedeutet das das Gleiche. Aber auf jeden Fall, ich bin ihm außerordentlich dankbar für seine Arbeit, weil er hat das ganze Haus ein bisschen frischen Wind gebracht. Eine andere Art zu arbeiten. Es ist eine Persönlichkeit, die sehr viel Platz nimmt. Und ich finde, das tut unserem Ensemble, das tut dem Haus und ich glaube, das tut dem Publikum auch sehr gut. Man spürt förmlich das Knistern, das hier im Hause herrscht. Er geht sehr unkonventionell heran. Was haben Sie bis jetzt so auch für Reaktionen von Ihren Mitarbeitern erlebt? Erstmal von den Sängern, die an der Produktion beteiligt waren, kam ein bisschen etwas Entsetzen. Weil die Sänger denken an ihre Arie, dafür sind die auch bezahlt, ja auch, dass sie an das Singen, an das Musizieren denken. Und dann haben die erste Reaktion war, warum muss ich meine Arie, der zweite Teil, eine halbe Stunde später, als es vorgesehen ist, mal singen? Warum wird sie geteilt? Warum sind die unterbrochen? Warum muss ich so viel reden? Das war in erster Linie eine Überzeugungsarbeit gegenüber den Sängern, denen zu sagen, macht euch frei von den bisherigen Konventionen, macht euch frei von dem, wie es alles gemacht habt bis jetzt oder gesungen hat bis jetzt. Geht auf den Dominik Horwitz zu und hört, was er zu sagen hat. Das ist jemand, der über einen sehr ausgeprägten Bühnengefühl hat, jemand, der einen ausgeprägten Sinn hat für dramatische Vorgänge auf der Bühne und lasst euch überzeugen. Und nach 3 Wochen Arbeit mit Dominik Horwitz kamen die zurück und sagen, eigentlich, Chef, Sie hatten recht. Warum ausgerechnet Dominik Horwitz? Er ist ja bekannt als Schauspieler, er ist bekannt als ein hervorragender Brecht-Interpret, aber nicht so sehr als Regisseur, obwohl er schon eine Regiearbeit in Meining abgelegt hat, aber so das große Regiearbeiten gibt es von ihm ja noch nicht. Ich bin der Meinung, man muss Versuche machen. Man muss Versuche machen, intelligente Versuche. Und jemand wie Dominik Horwitz zu fragen, müssen Sie erst mal ein bisschen die Person, bevor Sie ihn ansprechen, kennen. Das heißt, hat er irgendein Bezug zu Musik. Und ich weiß, dass Dominik Horwitz Jacques Brel-Abende veranstaltet, wo er selber singt. Also er kann etwas mit Musik anfangen. Zweitens, es ist eine Persönlichkeit, die jeder kennt. Und Sie können auch eine Persönlichkeit, die in Film arbeitet oder auf der Bühne als Schauspieler arbeitet, auch mit der Oper bereichern. Das heißt, eine Erfahrung mehr zu machen im Leben gilt für einen Schauspieler ja auch. Und er sagt, ich gehe einmal fremd in den Bereich der Oper, was mir nicht bekannt ist, also wie gesagt fremd ist, aber ich versuche da auch meine Marken zu setzen und das hat Dominik sehr, sehr gut gemacht. Und ich vermute stark, dass es nicht seine letzte Opernarbeit sein wird und ich bin sehr froh und auch gleichzeitig auch sehr stolz, der Initiator dafür gewesen zu sein. Sie haben dem Publikum ja eins voraus, Sie haben ja schon vieles aus diesen Operninszenierungen gesehen mit Dominik Horwitz. Was erwartet uns? Also ich, der Freischütz, war für mich immer ein unheimlich langweiliger, kaum zu verstehender Stoff. Na, so langweilig wird es auf gar keinen Fall, sondern er hat das Ganze sehr gerafft. Es wird ohne Pause stattfinden. Und die Geschichte wird sehr wohl zu erkennen sein, aber in einer total unkonventionellen Art und Weise. Und es erwartet schockierende Momente. Es gibt Momente, die nicht schön zu sehen sind, aber auf jeden Fall, das Stück wird und die Geschichte wird 1:1 erzählt und das ist auch richtig so. Also es geht auch ein Stück weg von dem Volksliedhaften. Total. Wir sind gespannt. Ja, wir auch. Ich danke Ihnen. Dankeschön.